Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii CTGPR mit dem nächsten Update, und zwar ein ganz besonderes, und zwar das Weihnachtsupdate 2022, am 25. Dezember 2022 rausgekommen. Und wir werden heute in diesem Update, in dem Update 1.3.1140-1, eine Update-Strecke haben, zwei komplett neue und dann noch eine Secret-Strecke. Wir haben ja im letzten Part ja schon eine Secret-Strecke, eine neue Secret-Strecke uns angeguckt. Und wir werden die andere Secret-Strecke, die es auch noch gibt, uns auch heute angucken. Weil dieses Update hat an sich nur drei Strecken. Wir machen noch eine vierte draus. Die vierte Strecke ist allerdings dann eine Secret-Strecke, die schon länger drin ist. Vielleicht schon eine ganze Weile, ja eigentlich schon Jahre hier im Pack drin ist. Da müssen wir nichts Spannendes erwarten. Allerdings auf die anderen Strecken werde ich mich, auf die freue ich mich auf jeden Fall. Denn zwei komplett neue Strecken, und mal gucken, was das für eine Update-Strecke ist, die wir heute haben. Also werden wir dementsprechend jetzt loslegen hier im Versus-Rennen. Wir stellen noch die Regeln ein auf drei Rennen und dann hier Solo-Rennen. Und jetzt bräuchte ich einen Charakter. Da wäre natürlich ganz gut, wenn ich einen Charakter nehme, den ich schon länger nicht mehr genommen habe. Daher gucke ich mal kurz in die Playlist rein. Schon eine ganze Weile sind wir Baby Daisy nicht mehr gefahren. Wirklich schon ewig nicht mehr. Daher nehmen wir mal Baby Daisy, die ja, so wie sie hier dazu kam, glaube ich. Die hatte hier ihren ersten Auftritt, weil Baby Daisy kennt man so aus manch anderen Spielen halt nicht. Wie zum Beispiel Baby Peach, Baby Mario, Baby Luigi. So, und zu Baby Peach, Baby Daisy nehmen wir noch den Baby Booster, der passt ja perfekt. Und dann hier Manuel. Und dann suche ich die erste Strecke raus. Wir fangen heute mit der Update-Strecke an, und zwar Lost Fortress sind wir zu ursprünglich in Part 47 gefahren und es hatte von mir eine 4 bekommen. Also das ist jetzt hier keine brandneue Version, daher bin ich mal gespannt, ob die trotzdem geändert wurde, weil die Strecke fand ich damals echt nicht nice. Viele Abkürzungen mit Sprungschanzen und so weiter und so fort, die ins Nix führten, irreführende Wege, und man ist sehr, sehr häufig runtergefallen. Daher gucken wir mal, ob es da jetzt, hier im Lakitu Cup, ob es da jetzt eine neue Version gibt oder nicht. Falls es da jetzt eine neue Version gibt, also irgendwas überarbeitet wurde, irgendwas krasses überarbeitet wurde, werdet ihr jetzt natürlich nochmal die alte Version sehen. Und ich hoffe, es wurde umgebaut. Moment, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das sieht eigentlich immer noch sehr gleich aus tatsächlich. Der Himmel ist derselbe, der ist auf jeden Fall derselbe. Ich habe das ja hier nebenbei noch offen. Und, warte, ich werde mal hier mal einen anderen Start hier. Der Boden ist auch noch derselbe. Es ist komplett von den Texturen her immer noch dasselbe, leider. Immer noch dasselbe. Finde ich ein bisschen schade. So, hier geht ja noch alles. Hier geht ja noch alles. Aber da hinten ist eine Abkürzung. Ich werde die jetzt fahren. Man denkt, man könnte hier jetzt geradeaus. Aber nein. Allerdings, es ist gut, dass da jetzt eine Wand ist. Die wurde dazu gefügt. Da ist jetzt eine Wand. Hier rechts kann man abkürzen. Das ist gut. Das ist gut. So, hier ist eine Abkürzung, die auch... Ja, okay, hat jetzt mal gepasst. Hat jetzt gepasst, aber da kann man auch schnell runterfallen. Was ist denn da, da hinten links jetzt? Das ist auch neu. Och, Luigi. Warum fährst du vor mich? Da hinten, das ist auch neu. Ist ja mal interessant. Also es wurde hier auf jeden Fall was geändert. Es wurde hier auf jeden Fall was geändert, was ich positiv finde. Dennoch gibt es auf jeden Fall bessere Strecken. Okay, das hier ist auch... Also es sind viele Wände dazu gekommen. Ich glaube, diese Wand bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es diese Wand schon vorher gab. Dann ging es hier runter, richtig. Da hinten sind auch Beschleunigungsstreifen. Auf jeden Fall eine große Fläche hier im Map. Was ich doch ganz nice finde, es ist hier auch so eine düstere Strömung. Was ich damals noch bemängelt habe, war so Itemkastenboxen wären noch cool gewesen. So eine düsteren Itemboxen. Das wäre irgendwie cool, weil hier generell so eine düstere Stimmung herrscht. Und das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt gewesen. Kann man hier auch so einen Stunt ausführen? Nein, kann man nicht. Okay. So, wunderbar. Luigi? Oh gut, fahr da mal rauf. Ich weiß auch nicht. Oh, das war dumm. Das war jetzt mein eigener Fehler. Ich weiß auch nicht, ob die Abkürzung dort rechts auch schon vorher da war. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, damals wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass die Strecken natürlich auf scharf driftende Bikes aus sind, weil hauptsächlich fährt man ja diese Strecken normalerweise im Online-Modus.
Und da fährt halt jeder scharf driftende Bikes. Ja, ist richtig. Ist richtig. Aber dennoch gibt es bestimmt hier und dann nochmal vereinzelt Leute, die auch weit driftende Bikes nehmen. Aber so grundsätzlich hat derjenige natürlich recht. Das auf jeden Fall. Allerdings versuche ich das selber sehr objektiv hier immer zu bewerten. Und auch dementsprechend sowas zu bedenken, dass man auch hier weitdriftende Dinger, ja, Fahrzeuge hat. Weil ich in dem Part halt auch etwas weitdriftendes gefahren bin. Nicht scharfdriftend. Genau. So, bewertungsmäßig würde ich das jetzt auf eine 3- hochstufen. Weil, ganz einfach, ich finde es schön, dass da hinten jetzt eine Wand ist. Weil ihr müsst wissen, ich bin hier in der ersten Runde hier lang. Und bin da sofort da runtergeflogen. Ich hatte keine Chance, irgendwie da auszuweichen. Weil ich auch nicht wusste, dass es dann nach links ging. Ich hatte da in dem Moment nicht auf die Karte geguckt. Oh, ich hätte gerne die Abkürzung jetzt noch fahren, aber ich habe zu spät gesehen, dass ich einen Pilz kriege. Sonst das hier ist, ja, ja, wenn man weiß, dass man da ein bisschen weiter rechts sich halten muss, dann ist das sogar auch noch ganz gut möglich. Warum schicke ich nicht schon längst die rote mal ab? Meins ehrlich, das ist, dass ich hier nicht mehr nach vorne komme, ist dann auch meine eigene Schuld. Weit ist das Ziel da und ich muss jetzt hier noch irgendwie aufholen und da hinten sind die drei. Mario, Luigi und Peach? Ne, Rosalina. Okay. Das Super Mario Galaxy Trio. Könnte man was sagen. So, schon mal Mario vorbei. Luigi kehre ich auch dem Rücken zu. Jetzt muss nur Rosalina. Oh, nee. Da kann ich da hinten besser abkürzen. Ab ins Ziel, ab ins Ziel, ab ins Ziel. Ja, wunderbar. Da war die Wolke jetzt auch mal ganz gut. Nice. Okay, jetzt keine so schöne Strecke zum Anfang. Dafür haben wir jetzt hier im Weihnachtsupdate. Jetzt so sehen drei Strecken, die wir nicht kennen. Zwei komplett neue Strecken und eine Secret-Strecke dann noch am Ende. Also, das wird bestimmt ganz nice. Die erste neue Strecke des Parts, allerdings erstmal zu der Strecke, die rausgeflogen ist. Und zwar eine Strecke, wo ich das jetzt ein bisschen schade finde. Die hat erst vor einiger Zeit, vor über einem Jahr, ein Update bekommen. Da sind wir im Dezember 2021, sind wir dieses Update gefahren. Und zwar SNES Cooper Beach 2, müsste das heißen. Also der Schiebschiebstrand, oder war es nur Cooper Beach? Auf jeden Fall der Schiebschiebstrand, der auch in Mario Kart DS geremaked wurde damals. Und die wurde hier nochmal neu gemacht und sah sehr, sehr schön aus. So ein Cartoon-Look wurde nochmal überarbeitet und sah sehr, sehr schön aus. Und ich hatte der Strecke, weil ich davon so begeistert war, dann eine 1+ gegeben. Jetzt ist die Strecke entfallen und dafür kam eine neue rein. Ich zeige euch natürlich erstmal Mario, nicht Mario, sondern Schiebschiebstrand von, ja, von dem damaligen Update. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön aus? Okay, Schiebschieb-Action haben wir trotzdem. Sind trotzdem Schiebschiebs da. Und schaut euch das hier einfach mal an. Sieht das nicht schön aus? Man kann jetzt auch gar nicht mehr hier runterfallen ins Wasser. Was ich sehr positiv finde, weil das war schon immer sehr gemein an den Stellen. Und das sieht, ich mag diesen Cartoon-Style. Ich mag diesen Cartoon-Style. Ja, und jetzt rein kam Hell Pyramid, Pyramide. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Auf jeden Fall die Pyramide der Hölle. Bin ich ja mal sehr gespannt, was da gemeint ist und wie das, was ich mir darunter vorstellen kann. Und wie eine Pyramide voller Lava und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt. Da, okay. Okay, grafischmäßig sieht es schon mal sehr, sehr cool aus. Ja. Oh, guck mal, diese Knochen-Piranha-Pflanzen. Ui, schöner Look. Man merkt richtig, dass es heiß ist hier drinne. Es ist hier drinne heiß. Aber warte mal, es. Erstmal fährt man hier draußen lang. Ich bin mal. Ich habe eben überlegen müssen, ob ich diese Strecke eventuell schon irgendwie herkenne von einem alten Update oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Boah, jetzt kann man hier überall runterfallen. Auf jeden Fall sieht die doch schon sehr, sehr cool aus. Hier diese Knochen-Piranha-Pflanzen halt. Passen ja perfekt zur Wüste. Pockys. Und doch, ich glaube, diese Strecke sind wir schon mal gefahren. Die wurde irgendwann mal entfernt. Kann das sein? Da werde ich mich auf jeden Fall gleich nochmal informieren. Weil ich meine, die sind wir schon mal gefahren. Die wurde dann irgendwie entfernt und jetzt nochmal neu aufgefrischt mit einer brandneuen Version hier eingesetzt, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Also ich werde dann nach der Strecke auf jeden Fall nachschauen. Auf jeden Fall sieht die bisher ganz cool aus, macht Spaß, ist nicht gerade einfach. Und ich finde diese Atmosphäre hier ganz cool.
mit der ganzen Lava und so weiter und so fort. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir die schon gefahren sind. Schon fast zu 100% sicher. Heißt, ich werde, obwohl mit der Bewertung werde ich nicht warten. Weil es, was ich mir auch sehr sicher bin, dass die Version komplett neu ist. Also, dass die komplett überarbeitet wurde. Die war so damals nicht drin, die sah noch ganz anders aus. Und dadurch kann ich ja auch jetzt eine Benotung geben, unabhängig davon, was ich der zuvor gegeben habe, bevor die geupdatet wurde. Und ja, ich bin eigentlich doch ganz, bin mit dem Kopf im guten Bereich. So gut bis sehr gut, würde ich sagen. Und sehr gut bis sehr gut heißt 2 plus bis 1 minus und ich bin auf jeden Fall bei einer 2 plus. Ich finde sehr, sehr schön, wie hier viele verschiedene Gegner sind. So ein paar Custom-Item-Boxen wären natürlich auch noch ganz cool gewesen. Das ist fies, aber auch cool. Viele verschiedene Bereiche, trotzdem, ja, immer viel Gitter und so weiter und so fort. Daher, da gibt es vielleicht ein paar kleine Abzüge. Grafisch natürlich sehr, sehr schön. Und macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Schön, dass ich da in der Luft bin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine Runde müssen wir noch fahren. Und ich bin sehr gespannt wegen der Strecke. Aber ich meine, doch, die kenne ich auf jeden Fall. Ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal, dass wir eine Strecke haben, die als neue Strecke dazu kommt, aber die man schon kennt von einem alten Update. Glaube ich zumindest. Oder es ist so, dass das doch eine komplett neue Strecke ist, aber dass es eine ähnliche Strecke gibt. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, die wurde eher entfernt. Ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz so lange her. Naja, dann einfach mal abwarten. Wir sind bald im Ziel. Hälfte der Runde haben wir noch. Und viele Stunts kann man hier ausführen. Also langweilig ist es hier auf jeden Fall auf dieser Strecke nicht. Viele Gegner. Viele Stunts. Viele Kurven. Das ist ganz cool. Und dabei ist das die Karte eigentlich nur ein Viereck mit einem Loch drin, sag ich mal. Eigentlich ganz simpel gehalten, aber doch ganz cool. Man merkt beim Fahren nicht, dass es sehr simpel gehalten ist. Und das ist doch was Positives. Daher, ich denke mal, eine 2 Plus ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann werde ich dementsprechend jetzt erstmal nachgucken. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Und kann natürlich sein, dass ich der alten Version eine bessere Note gegeben habe. Ich bin ja heutzutage mit den Noten ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen strenger als noch damals. Daher, mal gucken. Tatsächlich ist es so. Diese Strecke war schon mal im Booster-Streckenpass mit dabei. Ist allerdings im Update 1.3.1104-1 rausgeflogen. Und dafür kam damals CTR Labs oder so heißt die Strecke, glaube ich, rein. Warte, wie heißt denn die Strecke? CTR Engine Labs, so hieß die Strecke. Die kam mit rein. Damals hatte Hell Pyramide eine 1- von mir bekommen. Allerdings waren da meine Bewertungen noch ein bisschen besser. Also ein bisschen zu gut nach meinem Geschmack, nach meinem heutigen Geschmack. Der alten Version würde ich heutzutage eine 2- oder so geben. Also daher, ja, ich zeige euch mal eine alte Version der Strecke, die wir eben gefahren sind. Interessant aus, wir fahren wirklich in einer Pyramide. Ah, die Pyramide macht einen besseren Eindruck, als ich anfangs dachte. In der Einblendung. Auch hier die Kurve geht, obwohl ich weitdriftendes Bike habe. Und schweren Charakter. Kam ich bei der Kurve gut rum. Hier geht es schön um die Kurve. Wird mit dem Pfeil rechtzeitig angezeigt. Das dazu. Jetzt geht es zur nächsten Strecke. Und zwar erstmal die Strecke, die rausgeflogen ist. Und zwar Suzuka Circuit. Sind wir erst vor wenigen Parts in Part 99 gefahren. Da hatte sie nochmal ein Update bekommen und wurde jetzt letztendlich halt entfernt. Und zwar ist das eine Rennstrecke, die nach einer realen Rennstrecke, glaube ich, in Japan sogar auch nachgebaut wurde hier. War an sich ganz cool, sah realistisch aus, passte aber nicht ganz so trotzdem ins Mario-Universum rein, war sehr lang, keine Gegner, aber gut, das Gegner wären da eh fehl am Platz, weil es eine Rennstrecke ist. Ja, darum hatte ich ihr dann auch damals eine 1- gegeben und ja, trotzdem finde ich es jetzt nicht so verkehrt, dass die draußen ist. Da gab es nicht so, die war nicht speziell, die war nicht für Mario Kart, sag ich mal, so gut geeignet. Sagen wir es mal so. So. Ja, hier wäre natürlich ein schneller Charakter ganz gut, weil so treffen lassen tut man sich hier eher weniger. Also braucht man nicht wirklich Beschleunigung. Man braucht hier Geschwindigkeit. Daher sind auch die, die jetzt ein bisschen Geschwindigkeit haben unter der Haube, ein bisschen mehr im Vorteil. So wie zum Beispiel Waluigi, der hier einfach schneller ist als ich. Und neu dazu kam jetzt Amanita Abyss.
Okay, ich kann mir darunter nichts vorstellen, ist aber nicht so schlimm. Wir gucken uns das ganz in Ruhe an. Jo, dann mal zeig mal. Ui, oh, was ist denn das für ein cooler Gumba-Turm aus Mario Odyssey so mäßig? Oh, das sieht aber auch richtig cool aus. Ach du Heili. Ey, das ist Super Mario Odyssey. Der Gegner, den kennt man auch, auch aus Super Mario Odyssey. Wir haben erst letztens das Let's Play beendet, also von daher kenne ich natürlich dementsprechend noch alles. Also, okay, das ist sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Übrigens, wir werden nach dieser Strecke keine Siegerehrung haben. Ich habe fälschlicherweise... Oh, ein Pilz in der Itembox. Ich habe fälschlicherweise leider eine falsche Strecke ausgewählt und dadurch musste ich nochmal das bisschen zurücksetzen. Hier eine Kanone... Oh, das ist ja... Auiuiui. Das ist cool. Hier ein Sprungpilz, der super ist, also... keine Probleme, hier geht es dann schön berg runter, dann wieder berg hoch. Und auch die Karte sieht sehr komplex aus. Okay, okay, dann hier jetzt eine Höhle. Ich bin mal gespannt, wie viel weitere Super Mario Odyssey E6 wir noch hier sehen werden. Da ist wieder hier dieser, irgendwas mit Wurz, den man im Forstland halt trifft. Dann hier der Gumba-Turm, Typisch Super Mario Odyssey, natürlich aber auch anderes. Und nicht die Wolke jetzt, nicht die Wolke. Dann geht's hier runter. Die Gumba-Türme sind aber mal mega cool. Ich hätte die ganze Zeit hier abkürzen können mit der Wolke, aber egal. Oder hätte ich das hier rechts ist ein Abgrund? Ja, sicher, lieber nicht abkürzen. Und jetzt geht's hier in diesen Bereich hinein und das sieht ja mal mega geil aus. So haben wir einen Pilz hier unten. Da kann man direkt hier einen Stunt machen und hier direkt. Okay, nice. Da oben ist auch noch ein Weg. Oder sind wir da eben lang gefahren? Kann sein, dass wir da eben lang gefahren sind. Also auf jeden Fall, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Strecke sehr, sehr lang ist. Die ist sehr, sehr lang. Fast anderthalb Minuten lang fahren wir hier. Das ist schon sehr, sehr viel. Normalerweise so 40 Sekunden ist eine Runde. Hier über eine Minute, was doch sehr cool ist und was sehr für die Strecke spricht. Und sehr abwechslungsreich. Grafisch sehr, sehr schön. Schöne Super Mario Odyssey Easter Eggs. Ja, wir sind zwar jetzt erst in der zweiten Runde, aber meine Bewertung steht auf jeden Fall schon fest. Und zwar eine 1+. Das sind Strecken, die ich haben möchte. Und ich bitte... Oh, warte, was ist denn das da links? Dieses Steinmonster. Weil da fahre ich jetzt in jede Banane rein, weil... Was ist denn das für ein cooles Monster? Oh, Super Mario Odyssey. Da fällt mir jetzt kein Gegner ein. Aus Odyssey. Dann vielleicht was anderes. Oh, hier. Okay. Warte, es muss hier einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben. Und auch da oben müsste es lang gehen, oder? Wir haben nochmal die dritte Runde, um das zu überprüfen. Ich habe das Gefühl, dass es verschiedene Wege gibt. Ich bin auch nicht Erster, das ist mir egal, weil ich möchte die Strecke einfach nur genießen. Ich möchte einfach nur die Strecke genießen. Gut möglich, dass es hier auch verschiedene Wege gibt. Ich muss bei den Einpilzern nochmal gucken. Zum Beispiel da oben. Sind wir da lang gefahren? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir auf irgendwelchen Brücken lang gefahren sind. Aber wie kommt man da hin? Über den Einpilz? Kann ich mir nicht vorstellen so. Oder ändert sich... Oh, das wäre krass, wenn sich jetzt nochmal was ändert hier an der Strecke. Dass wir jetzt einen anderen Weg dringend fahren. Das wäre krass. Aber nein. Glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen zu krass. Gucken wir mal. Jetzt hier die Kurve und bald müsste dann dieser Pilz kommen. Und danke, Bowser, dass du endlich weg bist. Du gingst mir schon so ein bisschen auf die Nerven. So. Oder warte. Doch, das ist das hier. Das ist hier diese Brücke, die man von unten gesehen hat, glaube ich. Genau. Okay. Also doch nicht so ein anderer Weg. Aber jetzt will ich hier trotzdem nochmal gucken. Und zwar beim ersten Pilz keinen Stunt ausführen. Doch, da kann man da oben lang. Kein Stunt. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Da muss es irgendwie hochgehen. Da ist auf jeden Fall ein anderer Weg. Ein viel kürzerer Weg. Ich werde diese Strecke gleich nochmal fahren. Aber ich werde das halt cutten. Und werde gucken, ob ich dann nochmal da irgendwie hochkomme. Ich will wissen, was da oben ist. Wenn ich habe jetzt mal die Karte beobachtet. Dieser Weg da oben, das ist nicht der Weg, den wir vorhin gefahren sind. Das ist ein alternativer Weg. Man sieht das auf der Karte. Das ist ein alternativer Weg. Wie geil ist das, bitteschön? Okay, die Strecke hat mehr als überrascht und eines der Highlights der letzten Updates überhaupt. Muss ich ehrlich sagen. Die war richtig cool. Oh, ich habe noch Bowser getroffen, sehr schön. Die war richtig cool. Und ich werde jetzt gucken, ob ich da jetzt nochmal irgendwie... ja, zu dieser Strecke hinkomme. Was ich mir vorstellen kann, dass das mit einem Pilz irgendwie möglich ist. Ich habe jetzt hier einen Goldpilz, den setze ich jetzt hier ein.
Ja, es ist möglich. Oh, ist das krass. Ist das krass. Dann gibt es hier einen alternativen... Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ist das geil. Dieser Weg ist komplett alternativ. Und ich bin jetzt auf... Eieiei, jetzt seht ihr den Vorsprung, den ich habe. Ach du Heilige. Okay, mega krass. Und jetzt sind wir wieder hier. Und ja, wir haben uns da richtig schön auf den ersten Platz hochgekämpft. Ich will das jetzt nochmal sehen. Ich bremse mal ab, ich brauche halt wieder einen Pilz. Auf jeden Fall eines der Highlights überhaupt. So, zack. Und dann hier nochmal Pilz einsetzen. Ich glaube, man braucht zwingend zwei Pilze. Weil ich will mir jetzt hier diesen freien Fall nochmal ansehen. Ich hatte da vorhin einen Pilz ein... Okay. Okay, ist das cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Finde ich mega nice. Okay, dann fehlt jetzt noch die Secret-Strecke, die man mit einem geheimen Code so gesehen rausbekommt. Dazu dann gleich mehr. So, wieder im Cup und Course Organizer. Da waren wir ja schon im letzten Part. Und ich weiß ja so oder so erst seit dem letzten Part, dass es Secret Tracks gibt oder seit den letzten beiden Parts. Dementsprechend ist diese Strecke, die wir jetzt fahren, nicht Teil des Updates des heutigen Parts. Und ja, wir werden jetzt dementsprechend hier die andere Strecke reinpacken. Der Code ist folgender. Mit einem Steuerkreuz nach links, nach oben, nach rechts, nach links, nach oben, nach rechts und dem Home-Knopf. Und die Strecke heißt Star Slope. Alles klar, dann nehmen wir das, benutzen das Layout und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, dann sind wir jetzt hier in der Auswahl und zwar, ja komm, hier, hier. Der Blooper Cup und da haben wir Star Slope. Eine Strecke, die schon seit langem drin ist. Ich weiß nicht, wann sie reinkam. Kann ich gucken, ob... Ich kann gleich noch nach der Strecke mal gucken, wann die reinkam. Ob das noch drin steht. Kann aber auch sein, dass es eine uralte Strecke ist. Gucken wir mal. Okay, sieht schon mal ganz interessant aus. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Das könnte jetzt sehr lustig werden. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr... Ach du Heilige. Okay, es ist eine alte Strecke. Es ist eine sehr alte Strecke. Aber ja, der Vollständigkeit halber nehmen wir die natürlich jetzt hier mit ins Let's Play rein. Hätte ich natürlich schon damals in richtigem Let's Play zeigen müssen. Ach du Heilige, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß nicht. Ach man hat so ein bisschen die Karte als Hilfsmittel. Schön sieht sie aus. Das auf jeden Fall. Wenn sie nicht so kantig wäre. Aber okay. Ja. Und dementsprechend, das ist auch die einzige weitere Secret-Strecke, die noch existiert. Also Disco Fever aus dem letzten Part und diese Strecke, das sind die einzigen beiden Secret-Strecken, die überhaupt existieren hier im Spiel. Und es ist überall auch eine Wand, ist ja interessant. Eine unsichtbare Wand, wenn man näher rankommt, dann ja, erscheint erst die Wand. Das finde ich irgendwie ganz cool. Kann man da nicht auch irgendwie mal sowas in der Art mit Strecken machen, dass man halt, dass der Weg vor einem erst so kurz vorher auf... Holz, das wäre irgendwie ganz cool so. Und wie schnell ist bitte schon der Kugelwilli da gerade? Was ist das jetzt hier? Ich bin jetzt auch letzter Platz, aber gut. Pilz will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Eieiei. Ich weiß nicht, ob man hier runterfallen kann, aber ich glaube fast ja. Bitte haut mich nicht runter. Haut mich nicht runter. Und das drei Runden lang. Ach du Heilige. Okay, jetzt sind wir hier durch. Krieg ich mal einen Kugelwilli? Ein Stern, na gut. Birdo, weg mit dir. DK, du kommst auch her. Tschüss. Wir sind immer noch nicht am Ende, aber gleich... Wow! Aha, okay. Okay. Da war plötzlich eine Wand. Eine Runde haben wir geschafft. Alles klar. Alles klar. Ja, eine sehr interessante Strecke. Man merkt der Strecke an, dass sie alt ist. Weil sie noch sehr viele Kanten und Ecken hat. Aber dafür, dass es eine alte Strecke ist, ist sie schon mal vom Grafikstil schon mal ganz nice. Das punktet auf jeden Fall. Man kann nirgendwo runterfallen. Das hätte ich zuerst gedacht, dass das das große Problem sein wird, dass man hier runterfällt. Aber das wurde verhindert. Finde ich auch eigentlich ganz gut. Okay, da spawnt so ein Stern. Okay. Gegner fehlen natürlich. Aber man muss halt auch bedenken, das ist halt eine Secret-Strecke. Die ist nicht Teil des offiziellen Strecken. Was passiert denn damit? Daisy... Ding... mit dem Kart, dem Auspuff. Das explodiert ja schon fast. Das sah auf jeden Fall krass aus. Das sah sehr, sehr krass aus. Okay, jetzt sind das hier nochmal. Schnell die Pilze aufbrauchen. Vielleicht kriege ich irgendwas Schönes in Form von Kugelvideo oder so. Stern, okay.
Gucken wir mal, was das wird. Ich glaube, hier kann man... Ja, doch, hier kann man runterfallen. Das ist echt nicht einfach. Aber ich glaube, die Computergegner haben... hat dann hier auch so ein bisschen. Aber hey, dieses Mal kam man ganz gut durch. Dieses Mal kam man ganz gut durch. Ja, im nächsten Part werden wir auch nochmal das Weihnachtsupdate noch weiterfahren. Weil ein kleines Update des Weihnachtsupdates gibt es noch. Mit zwei neuen Strecken und zwei Update-Strecken. Die werden wir dann, wie gesagt, im nächsten Part fahren. Und dann ist sehr wahrscheinlich erstmal eine Pause mit Mario Kart Wii wieder. Allerdings plane ich schon einen Livestream. Und zwar bald. Guckt vielleicht mal auf den Sendeplan. Eines der nächsten Streams ist der Mario Kart Wii CTGPR Stream. Freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Wer Mario Kart Wii CTGPR hat und auch den Online-Modus da hat, der kann gerne mitmachen. Ist jeder willkommen natürlich. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Wird wahrscheinlich an einem Donnerstag oder so sein, würde ich mal schätzen. Oder an einem Mittwoch. Irgendwie so in der Woche mal. Abends streams immer ab 18 Uhr oder meistens ab 18 Uhr. Daher daran könnt ihr euch halten. Könnte sogar schon diesen Donnerstag ab 18 Uhr sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Okay. Ich fahre hier lang. Ich weiß nicht, welcher Weg da am besten ist. Wir sind aktuell dritter Platz. Ja, Bewertung. Bewertung finde ich ganz schwierig bei der Strecke. Ich gebe ihr Durchschnitt 3. Ich kann hier keine Begründung sagen. Die ist wirr, die ist anders als jede andere Strecke. Ich sag einfach 3. Ich sag einfach 3. Ganz einfach. Wir sind gleich am Ziel angekommen. So, hier jetzt durchs Portal, so ihr seht durch. Und dann haben wir diese Secret-Strecke auch hinter uns gebracht. War auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. So kann man es vielleicht ausdrücken. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Schaltet gerne wieder ein, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns. Tschüss.